Bereits im Frühjahr hatte Eder Dampfradio über die Trekkingplätze des Naturparks Kellerwald-Edersee hier am Panoramaweg Lichtenfels berichtet. Beispiel ist die Fürstenkirche bei Fürstenberg. Zum Saisonende wurde dann in einer kleinen Pressekonferenz der Trekkingplatz im Ahrtal vorgestellt. Der liegt zwischen Medebach und Gottelsheim in der Nähe der Fischzucht Wagner und ist bisschen im Wald versteckt. Ja, Trekkingplätze am Panoramaweg Lichtenfels. Insgesamt gibt es 3 Stück. Die Saison ist vorbei. Christine Gamper, zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Mit knapp 170 Übernachtungen war das erste Jahr sehr positiv. Es gab keine Probleme. Alle waren zufrieden. Henning Scheele, Bürgermeister von Lichtenfels. Ist ja nicht immer so ganz einfach mitten im Wald und wenn es auch nur am Rand ist, touristische Einrichtungen zu schaffen. Das bedarf ja immer doch etwas Koordination oder auch Überwinden von Widerständen. Das ist in der Tat richtig. Ich würde aber eher sagen, Überwinden von Widerständen, vielleicht frühzeitige Einbindung der betroffenen Partner. Das waren also, was die Trekkingplätze anging, wir haben das relativ frühzeitig in der Entwicklung mit den Ortsbeiräten bzw. vor allen Dingen auch Yachtgenossen und dann auch Yachtpächtern besprochen. Ich kann mich an einen Trekkingplatz erinnern, das ist nicht der hier, sondern das ist der weiter westlich Richtung Edersee. Da sind wir sogar mit Yachtvorstand und Frau Gamfer, ich und aus der Verwaltung raus, da sind wir Ecken abgelaufen, um den geeigneten Platz zu finden. Also von daher war das im Prinzip durch diese Themen so, dass wir am Ende dann doch Plätze gefunden haben und die ja jetzt auch im ersten Jahr nicht nur erfolgreich waren, sondern auch ohne Probleme gelaufen sind. 170 Übernachtungen mit überwiegend positivem Rückfluss, das liegt auch an der Klientel. Die wollen eigentlich nur einen schönen Wanderweg gehen und suchen einen Platz, wo sie ihr Zelt aufschlagen können, oder? Genau, die Menschen wollen ihre Ruhe haben und wirklich mal ganz abseits von Straßen und Zivilisation die Natur genießen. Und das ist jetzt hier ein Angebot, wo das möglich ist. Legal. Im Prinzip auch hier mit dem Nachbarnaturpark Diemelsee, der auch Ähnliches anbietet, ist das ja auch eine schöne Vernetzung, ne? Ja, man könnte die Wege zusammenlaufen und dann sogar bis zu 10 Tagen hier unterwegs sein und draußen schlafen. Prima. Das heißt, es wird jetzt etwas mehr Marketing in die Richtung gemacht, auch von der Stadt Lichtenfels. Ja gut, marketingtechnisch gehören wir ja zur Edersee-Touristik, also arbeiten mit Naturpark und Edersee-Touristik zusammen. Ich denke, dass wir im nächsten Jahr sicherlich einen Tick mehr Marketing auf jeden Fall machen, aber wir wollen natürlich auf der anderen Seite auch den doch behutsam sanften Punkt, den wir dieses Jahr hatten, den wollen wir natürlich auch nicht verlassen. Aber die Christine Gampfer hat es ja angesprochen, man sieht es auch hinter uns, es ist alles sauber. Die Leute, die jetzt hier die Übernachtung gebucht haben, das sind diejenigen, die das auch mögen, lieben und wollen und die vielleicht auch, wenn sie weggehen, für den Nächsten, der kommt, es genauso hinterlassen, wie man es vorgefunden hat, nämlich entsprechend sauber. Man nimmt seinen Müll selber mit, das ist halt dann schon auch eine besondere Klientel, die das sicherlich zumindest bis jetzt hier genutzt hat. Jetzt hatten wir ja einen extrem trockenen Sommer, das heißt, die Gefahr von Waldbränden war relativ hoch, aber die Leute haben sich hier an die Regeln gehalten, ihre Gaskocher auf die Steinplatte gestellt und ihren Kaffeewasser warm gemacht und das war's. Ja, also man sieht hier nirgends eine illegale Feuerstelle. Das finde ich sehr gut und das scheint gut funktioniert zu haben. Wir hatten immer mal wieder Rückfragen, welche Kochgeräte jetzt genau genutzt werden dürfen. Also die Leute haben ein Bewusstsein dafür gehabt, dass das gefährlich sein kann und waren entsprechend vorsichtig. Vielen Dank. Gerne.